Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu 7 Days to Die. Heute machen wir mal ein paar Quests. Sind hier gerade bei Am I Gone, dem Bestattungsunternehmen eures Vertrauens, wo nur die Toten bestattet werden, aber nicht die Zombies. Und ja, in dieser Hinsicht gönnen wir uns das jetzt einfach normal als Quest. Oh, Reparaturkits, das ist gut. Und noch mehr brauche ich dann für meine Kanarre, glaube ich. Eine Axt mit Level 3. Den nehmen wir doch gleich mit. Den lassen wir nicht verkommen. Ups, falsches Knöpfle. Alles wird mitgenommen. So. Hier ist zu. Da ist nix. Oh, da waren ein paar Nägelis drin. Das ist immer gut. Oh, ein Jagddingens. Wer hat schon Zeit, sich im Jagdgeschäft anzustellen? Stelle deine eigenen Bögen her und spare Geld für die nächste Ausgabe von Bogenjäger. Verbessere die Fertigkeit zur Fertigung von Bögen. Auch wenn ich glaube, ich mit Bögen hier nicht sonderlich viel anfangen kann. Weil das Bogending hier in 7 Days ist einfach ein Graus. Kanebe! Baum wurde freigeschaltet. Nice. Ach so, die liegen da zwischen den Dingern. Wegschmied hier. So, ein Fertigkeitspunkt. Juhu. Wo ist es? Hier. Da. Juhu. Ja. Ach, Frau Doktor. Frau Doktor war auch hier anwesend. Klatschbumm. Jetzt kam er durch. Mr. Knuspi. Vorhin ist er da nicht durchgelaufen.
Warum weiß ich nicht? Aber er hat es nicht getan. Guck mal, jetzt ist die Taschenlampe hier gelb und nicht mehr blau. Halalalalalala, meine Nase hat gejuckt, Entschuldigung. Hallo Freundens. Aua, sei nicht so schnell. Blöde Kuh. Nein, ich habe keine Ausdauer mehr. Leck mich doch. Na? Uah, jetzt kannst du auf einmal doch da hochspringen. Jetzt aber. Nichts mehr zu essen. Vorhin stand da so viel Essen. Nein. War schon tolleres Zeug drin. So. Jetzt müssen wir noch mal nuff aufs Dach. Da war ja auch noch was in dem Glockenturm oben drin. Hallo. Pff. Aua. Hui. Tschüss. Eine Sporttasche. So. Fertsch. Oh, in 200 Metern. Das gehen wir uns holen. Tut dir nicht weh. Oh. In 200 Meter. Ein Sattelschleppe. Ja, es sind viele neue Automodelle mit dabei. Was ich übrigens sehr, sehr gerne mag. Ein bisschen mehr Abwechslung ist immer gut. Und ich brauche Leder und ich habe keins. Ich brauche ganz dringend Leder. Gib mich doch mal eins. Ops. OPS. Distribution Center. Ach, gucke mal. Bei uns ist es eben UPS und hier ist es halt OPS. Ups und Ops. Oh nein, bitte nicht irgendwo mitten in der Klinik oder so. Select. Oh, ich höre was. Oh nein. Hundeviech jetzt. Mac. Au. Mac. Alter, steck nicht so viel ein. Du Kackvieh. Mensch. Boah, diese Mistviech jetzt. Ein Jahr später. Ich bin doch noch gar nicht verhungert, ja. Ich bin doch noch gar nicht hungrig. Ich will doch nur... Ich will doch nur... Ah, noch ein Kumpel. Kann ich nicht einfach außen rumlaufen. Ja.
Da. Ach, das ist ein Restaurant? Restaurant, das ist ein Restaurant. Ja, sowas. Gibt's das? Gibt's das? Medical Journal. Selbstgebauter Stab, Qualität 5. Was soll das sein, selbstgebauter Stab? Ach, so einer ist das. Ach so. Das ist mit Stab gemeint. So ein Polizeiknüppel. Hallo, ich sehe dir da vorne. Guten Tag. Na, ruß dich aus. Das ist anstrengend, so ohne Beine, ne? Kann ich voll verstehen. Kann ich voll verstehen, dass das sau anstrengend ist und man dann erstmal eine Pause braucht. Da wobbelt noch was. Hi, Kumpel. Den hat es ja gerade vollkommen umgehauen. Oh, das war auch gut. Die hat das direkt umgehauen. Die hat nicht viel gemerkt. Glaube ich. Oh, da haben wir Bob's Bors, Alter. Bob's Bors und Karls Korn. Nice. Das da. Bob's Bors. Nice, das muss ich markieren. Da war immer viel Zeug. Oder wo auch immer sehr viel Zeug war, ist dieses Butcher Pete's. Da war auch immer sehr viel Stuff drin. Oh, was ist das? Natürliche Antibiotika. Ja, ich brauche leider erstmal eine andere Sicht. Brauche ich nicht. Das könnte man eigentlich austauschen. Und zu Leder verarbeiten. Und das können wir auch zerlegen. So, dann haben wir dann schon mal was zum Reparieren. Na, guck da, Karls Korn und Bob's Bors. So, und jetzt geben wir unser Kavest ab. Oh, jetzt hab ich aber Hunger. Unten durch. Hab ich denn was zu trinken? Nur Gammelwasser, okay. Aber das Bob's Bors und so war eigentlich auch immer ganz geil. Da war immer sehr viel Zeug drin gewesen. Hat sich immer richtig gelohnt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es gut ist, da jetzt einfach durchzulaufen. Ich habe Angst, dass ich überfallen werde von diversen anmutig wirkenden Riesenebern, die nichts anderes wollen außer meinen Tod. Ich sehe hier tatsächlich auch keine grünen Maispflanzen. Das brauche ich ja. Das kann ich eigentlich zerlegen. Das brauche ich nicht. Clunky Oil Company. Oh, ich höre hier jede Menge Viechers. Gott, klingt der nah. Junge, Junge, Junge.
Ja, ich, Alter, lass mich verarschen. Wobbel, 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 wobbel. Tschüss. Oh, warte. Ich habe doch... Ja. So. Platz geschafft. Hey, toi, toi, wir sind noch nicht gestorben jetzt die ganze Zeit. Yay, 3 Folgen hintereinander ohne zu sterben. Und wenn wir jetzt diese Folge auch noch durchhalten ohne zu sterben, dann sind es sogar 4. Wahnsinn! Das haben wir in der ersten Aufnahme hier nicht geschafft. Da sind wir gefühlt zweimal... Nee, da sind wir gefühlt einmal pro Folge immer gestorben. Aber ich sollte vielleicht erstmal meinen Krimskrams leer machen. Ich habe nämlich sau viel Zeug einstecken. Hallo, mein glückliches Auto. Es freut sich, uns zu sehen. Steinspeer freigeschaltet. Oh, da gibt es auch EP für. Und ich habe einen Fertigkeitspunkt. Ja. Was kann ich denn tun? Esel, Chefkoch. Ach, da brauche ich schon 2 Punkte. Na, sauber. Da kann ich noch einen reinklatschen. So. Schalala, lalala, schalala, lalala. Well, look what the cat dragged. Amazing. So. Macke Nummer, volle Strecke. Oh, Helmlicht, ja, die hätte ich gerne. Dankeschön. Du hast mich erlöst. You need some work? Okay. Ja. And try not to get yourself killed. Ja. Es passt nur 1 rein. Oh, Kosmetik. Okay. Ja, scheiß auf die Mützenmod, alle. Ja, Licht. Juhu. Nie wieder in der Dunkelheit. Nie wieder in der Dunkelheit. Sierra ist glücklich. Sie hat endlich Licht. Sie kann nachts im Bett lesen. Yay. Juhu. Ich bin zufrieden. Ist das eigentlich schon wieder... Ich glaube, das ist schon wieder dasselbe. Ja, wobei, das war gerade eben ja auch nicht dasselbe, ne? Das war nur eine ähnliche Richtung. Aber nicht das... Ich glaube, ich habe da oben mal was weggenommen. Verzeihung. Schubidubidu. Ich glaube, wir sollten da mal wieder ein bisschen bauen. Damit das nicht noch einmal passiert. Ist das eine Idee? Ich glaube schon, ne? So. Da haben wir ja auch gleich fertig. Haben wir dann unser Holzbüttchen? Oh je, jetzt näppelt's.
So. Hi, Freund. Warum zum Geier hat man dich nicht gehört? Frechheit. Au. Ja, genau, Mann. Hör auf, so anzurennen, du Kackbratze. Stirb. Mensch. Nicht mein Rubauen darf mal hier. So. Püh. Jetzt habe ich ein verstauchtes Bein, Mensch. Gemeinheit. So ist denn hier auch der wagemutige Abenteurer. Hä? Ach so, uninteressant. Uninteressant. Nagelpistole. Erntewerkzeug. Ach so. Eisenwerkzeuge. Sammelwerkzeug. Oh ja, genau. Ein Schraubenschlüssel. Aber ich glaube, ich brauche da eine Schmiede für. Handfeuerwaffen, Gewehre. Arbeitsstation. Die Schamamide. Ja, genau, die Schmiede brauche ich noch. Oder kann ich schon eine bauen? Warte. Eine Schmiede. Nee. Kann ich noch nicht, weil das nämlich schon hell war. Deswegen habe ich gedacht, hä? Was haben wir denn hier? Oh, wow. Das nehmen wir doch gleich mit. Oh, Wahnsinn. Geil. Das hat sich mal gelohnt da drin. Heidewitzka. Hab ich denn noch? Ja, ich kann vielleicht noch eine Kiste bauen. Eine Kiste. Radadadadada. Eine Kiste. So. Und damit würde ich sagen, danke fürs Zugucken und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.